Der Tag beginnt mit Wraps und Gemüse. Die habe ich nämlich meinem Sohn für die Schule gemacht. Im Wrap drin ist Hummus, ganz viel Spinat, etwas Salat und ein paar Tomaten. Und dazu habe ich ihm noch Gurken eingepackt und Sellerie. Mein Sohn liebt einfach Wraps, das kann ich total verstehen. Das kriegt er jetzt mit zur Schule und ich mache mir jetzt einen Kaffee. Also die Kaffeemaschine war eines der besten Sachen, die ich angeschafft habe in meinem Leben, muss ich sagen. Ich hatte ja super lange so einen Espresso-Kocher, mit dem ich auch super zufrieden war. Und wenn man da guten Kaffee nimmt, kann man damit richtig guten Kaffee auch machen. Finde ich richtig lecker. Aber diese Espresso-Maschine ist nochmal so eine Spur drauf, muss ich sagen. Schmeckt richtig gut, bin da richtig zufrieden damit. Ich glaube, ich habe über 10 Jahre meines Lebens überlegt, ob ich mir so eine Kaffeemaschine anschaffen soll. Meine Hunde bewachen das Haus. Und ich muss sagen, falls ihr mit so einer Anschaffung irgendwie hadert, ja, nein. Ich bin zum Beispiel die Einzige in meiner Familie hier, die Kaffee trinkt. Mein Mann trinkt überhaupt keinen Kaffee. Dann habe ich immer gedacht, das lohnt sich irgendwie nicht. Ich mache meinen Kaffee mit dem Espresso-Kocher. Ich habe es aber häufig bei Freunden halt gesehen, die verschiedene Kaffeemaschinen hatten. Und ich muss sagen, dass so eine Siebträgermaschine wirklich sehr guten Kaffee macht. Kaffee-Vollautomat bin ich nicht so überzeugt von. Ich weiß, dass es da auch gute Geräte gibt, aber alle meine Freunde, die Kaffee-Vollautomaten hatten, meinten, die waren im Endeffekt nicht so zufrieden und meinten so nach 3, 4 Jahren, dass sie sich das nicht nochmal anschaffen würden. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, irgendwann kaufe ich mir so eine kleine Siebträgermaschine und hier ist sie und ich muss sagen, super lecker. Ja, der Tag beginnt mit einem entkoffeinierten Kaffee. Mal sehen, was der Tag so bringt heute. Ich muss erstmal ein bisschen aufräumen. Ich habe die Fliegenmaske meines Pferdes gewaschen und ich habe den Sattelgurt gewaschen, wobei ich mir jetzt einen neuen gekauft habe, weil der ist schon super alt. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem gewesen, weil der ist hier in der Seite kaputt und ein bisschen aufgeplatzt und das finde ich jetzt ein bisschen zu hart. Deswegen habe ich ihn nochmal gewaschen und das wird dann mein Ersatz-Sattelgurt. Und es gibt noch immer keine Neuigkeiten von der Visumbehörde, so nenne ich es jetzt einfach mal. Wir haben Bescheid bekommen, dass unser Vorgang eingegangen ist und bearbeitet wird, das ist ja auch schon mal gut. Und umso länger dieser Zustand anhält, umso nervöser werde ich, muss ich sagen. Also nicht richtig nervös, aber schon nervös irgendwie. Ich hatte gedacht, dass das jetzt schon da sein müsste oder so und nee, dauert alles noch ein bisschen. Auch wenn jetzt viele sagen, ach, das wird sowieso verlängert und hier und da. Also wir kennen auch Menschen, da wurde das halt nicht verlängert. Also man kann nicht immer davon ausgehen, dass das funktioniert. Ich bin ja auch ein positiver Mensch und sage mir, hey, das klappt bestimmt. Und die USA sind wirklich sehr, sehr streng, klappt genau wie Kanada und sehr, sehr streng mit ihren Regeln und da kann man noch so gut integriert sein und noch so einen tollen Job haben und noch irgendwie das und das machen und noch alles unterstützen oder irgendwie so. Wenn man die Regularien, die gerade in diesem Moment ja, da sind, nicht erfüllt, dann hat man auch Pech gehabt. Und wir kennen auch einige Menschen, bei denen das halt auch nicht geklappt hat. Also man kann nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass es alles so funktioniert. Ich denke da in erster Linie auch an meine Kinder, weil ich möchte die hier ungern jetzt von den Schulen nehmen. Meine Tochter ist 16, die hat noch 2 Jahre bis zum Abschluss. Also gerade so schultechnisch würde ich jetzt ganz gerne hier im Land bleiben, weil ein ständiger Schulwechsel für Kinder auch unheimlich Stress bedeutet. Es hat alles ganz gut bei uns funktioniert. Trotzdem ist so ein Wechsel von einem amerikanischen Schulsystem ins deutsche Schulsystem wirklich auch, ich muss es so sagen, ich kenne ja jetzt beides, das wäre für die ein Schock. Und ich meine das auch jetzt nicht, weil die Schulen in Deutschland so schwer sind. Das sind sie nämlich nicht mehr, würde ich sagen. Es ist eher so die soziale Komponente und halt auch die Motivationskomponente und auch die Freundlichkeit. Komponente, weil die Lehrer sind hier ganz anders motiviert, es wird viel netter miteinander umgegangen, der Tenor der Schule ist einfach sehr positiv, egal auf welche Schule man hier schaut. Und gerade das soziale Miteinander und die Empathie der Menschen ist hier komplett anders. Ich muss ehrlich sagen, dass sich meine Kinder hier in diesem Schulsystem unheimlich gut entwickelt haben. Wir haben ja auch vor 2 Jahren Deutschland in einer sehr schweren Zeit verlassen, auch gerade was die Schule angeht. Aber ich kenne ja auch die Schule vor dieser Zeit, die wir da in Deutschland hatten und da war es auch schon nicht immer motiviert und es war so eher so ein bisschen schleppend und ich bin jetzt so langsam so ein bisschen nervös, aber ich versuche das heute so mal ein bisschen umzuwandeln in irgendwas Positives. Ich weiß noch nicht was, aber es wird schon irgendwie hinhauen.
Ich habe mir ein leckeres kleines Frühstück gemacht und ich habe Sauerteigtoast wieder gewählt und meinen selbstgemachten Paprika-Hummus. Echt lecker. Ein paar Scheiben Gürkchen rauf und fertig ist der Lack. Kurz und schmerzlos, sehr, sehr lecker. Ich liebe dieses Toast. Schmeckt echt gut, obwohl ich kein Toast-Fan bin. Aber was soll ich machen? Und dann nehme ich halt dieses hier. Schmeckt auch echt lecker. Und das werde ich jetzt genießen. Es ist zwar noch nicht fertig, aber ich wollte es euch mal kurz zeigen. Das ist eine neue antike Kommode, die wir hier in einem Secondhand-Store, in einem Antique-Shop geschossen haben. Die hat so einzelne kleine Schubladen und ist total schön. Und die haben wir gestern mitgenommen. Sie passte sogar in unser Auto. Jetzt müssen wir hier das nur noch schick machen. Wir haben sie das erste Mal ins Esszimmer hier gestellt, weil wir hier immer viele Dinge zu verstauen haben. Aber das ist unsere neueste Errungenschaft. Jetzt haben wir länger ja keine Möbel mehr gekauft, weil wir irgendwie auch gar nicht los waren und irgendwie andere Dinge eher ein Thema waren. Und ja, was ich mit der Kommode mache, wenn ich kein Visum bekomme, weiß ich nicht. Aber egal, es ist erstmal schön, das zu haben. Und wir denken doch immer sehr, sehr positiv. Und ich bin mir aber sicher, da finde ich einen Abnehmer für. Ich kombiniere super gerne modern und eben so ein bisschen ältere Styles. Diese Kommode ist echt so ein bisschen altbacken, aber ich finde sie richtig schön. Vor allem sind die älteren Sachen alle aus Vollholz. Das ist ja heute auch nicht mehr so einfach zu bekommen. Und da passt richtig viel rein. So langsam, ja, wächst unser Interieur. Und Schritt für Schritt wird das Haus ein bisschen wohnlicher. Hoffe ich zumindest. So, jetzt geht's los, meine Lieben. Wenn ich hier vom Hof reite, muss ich erstmal an so einer riesen Baustelle vorbei. Weil hier auf dem Nebengrundstück, wie ihr sehen könnt, da sind jetzt Tannen davor, direkt dahinter entsteht ein sehr großes Wohngebiet mit 68 neuen Häusern. Dann werden wir viel mehr Verkehr haben. Ach, ich habe da gemischte Gefühle, aber ich kann verstehen, dass viele Menschen und viele Familien hier leben wollen, mit dem Blick auf die Pferdekoppeln. Vielleicht sollte ich mir da auch ein Haus kaufen. Und das ist hier unsere Riesenauffahrt. Die müssen wir immer hoch und runter. Und viele haben angefragt, ob ich euch mal mitnehmen kann zum Ausreiten. Und das mache ich heute, also los geht's. Hey Siri, call open gate. Danke Siri. Manchmal ist Technik auch hilfreich, aber nur manchmal. Da sind Menschen. Ist okay, Elli, das ist einfach nur ein Spaziergänger. Genau, mit Flasche in der Hand. Na, Elli, jedes Mal sind andere Sachen hier unterwegs. Na? So, hier fängt der Reitweg jetzt an, oder die Trails. Hier beginnt praktisch das Parkgelände. Ich glaube, ich reite hier 3 Minuten her. Oder 4.
So, hier gurte ich immer ganz gerne mal nach. Oder nicht immer hier, aber so auf der Strecke. Ich habe einen neuen Sattelgurt. Und das ist immer so ein bisschen schwierig manchmal, weil der ganz anders ist. Kriegt Ellie auch ein Leckerchen, wenn sie schön stehen bleibt. Kriegt sie ein Stück Möhre. Und dann geht's weiter. Da scheiden sich ja die Geister, ob man das machen soll. So leckerli Belohnung. Aber sie bleibt immer so lieb stehen dann. Ich kann einfach in Ruhe nachgurten. Ich nutze das einfach total aus, dass sie verfressen ist. Und ich gurte ja meistens nur ein, zweimal nach. Und dann ist es ja alles gut. Aber dann bleibt sie wirklich ganz toll stehen. Ich meine, sie bleibt immer stehen, weil sie denkt, sie kriegt was. Und sie ist immer so lieb dabei. Und deswegen kriegt sie gerne von mir dann was. Das ist dann so eine Koexistenz. Dass sie weiß, sie kriegt was. Und ich weiß, sie bleibt stehen. Und mir ist es halt wichtig, dass man sicher und gut nachgurten kann. Und ich bin auch sehr oft gefragt worden, ob Ellie gut alleine vom Stall weggeht. Sie geht super weg vom Stall, aber sie fragt schon öfter an, so, ob sie dann weitergehen soll. Oder also, sie ist am Anfang schon so ein bisschen triebig. Und dieser Anfang, dieses Wegreiten ist immer so ein bisschen schwermütiger. Aber sie geht gut voran, wie ihr auch sehen könnt. Ist alles gut, aber ich merke so ein bisschen. Am Anfang, wenn wir losreiten, ist sie immer so ein bisschen verhalten und bummelt dann auch mal gerne. Und ist so ein bisschen, ich muss halt öfter mal sagen, komm, lass uns mal gehen. Das gab es natürlich schon nur ein paar Mal, Diskussionen, ob man nun rausgeht alleine. Das hatte ich schon mit ihr auch, gerade als sie jünger war. So, aber klar, Pferde kennen das ja nicht und Pferde sind ja auch Herdentiere. Und Pferde gehen ja auch nicht mit jedem gerne raus, so, ne? Ist ja nun mal so. Ich bin ja auch eine andere Spezies. Bin ja nun auch kein anderes Pferd, sondern eine Reiterin. Und ich kann das schon verstehen, dass Pferde da vielleicht erstmal mehr Vertrauen fassen müssen. So, aber sie geht ganz gut raus. Ich habe mir gestern so einen leckeren Eintopf gemacht mit ganz viel Gemüse, mit Mais, mit Erbsen, mit Süßkartoffeln. Und da habe ich so ein bisschen Möchtegern-Hühnchen reingetan. Das schmeckt echt ganz gut. Hin und wieder kaufe ich das ganz gerne, obwohl es unheimlich teuer ist, weil es halt so clean ist. Aber es schmeckt halt richtig gut und der Eintopf ist richtig gut gelungen. Und da es hier und da noch so ein bisschen frisch draußen ist und ich bei der Arbeit was richtig Gutes und Nährendes brauche, finde ich Suppen einfach ideal. Haben den nächsten Morgen. Ich mache mir jetzt erstmal was zu essen, weil ich habe so einen Hunger. So, ich habe vergessen, mein Frühstück zu füllen, weil ich hier gerade den Haushalt nebenbei mache. Es gab einen Avocado-Toast mit leckerem Paprika-Hummus und Gurken obendrauf, weil ich keinen Salat mehr habe. Ja, ich habe mich jetzt so bei der Hausarbeit entspannt, dass ich das gar nicht gefilmt habe. Jetzt habe ich gerade eine Waschmaschine noch angestellt. Natürlich habe ich gegessen. Und jetzt mache ich hier die Geschirrspüle. Ja, ich mache heute Morgen so ein bisschen Hausarbeit, dann habe ich das schon mal weg und ich habe auch irgendwie kaum noch was zum Anziehen. Also muss ich mal waschen. Ich habe irgendwie kaum noch Gläser. Ich weiß mal gar nicht, wo die hin sind. Ich habe schon in den Zimmern der Kinder geguckt, da sind irgendwie keine. Aber Gläser, ich weiß nicht, werden die hier weggeatmet? Ich habe keine Ahnung. Ich bin der Meinung, ich hatte vor ein paar Tagen noch irgendwie viel mehr Gläser. Und jetzt ist der Schrank leer und ich sehe kaum Gläser. Naja, so ist das eben. Dann.
So, ich habe beschlossen, ich bin mit der Hausarbeit fertig. Und ich wollte nochmal ein Thema ansprechen, über das viele Leute mir einfach auch Nachrichten schreiben. Und zwar haben viele geschrieben, ja, die USA sind ja sehr hart zum Überleben und sehr teuer. Und die meisten Leute haben ja so 2, 3 Jobs und brauchen diese auch, um zu überleben. Und wie ist das für euch, so das zu sehen? Und habt ihr aus dem Freundes- und Bekanntenkreis einfach Erfahrungen, wie man das einfach macht? Weil natürlich 2, 3 Jobs zu bedienen natürlich auch erstens bedeutet, dass man rund um die Uhr arbeitet eventuell. Oder dass man natürlich auch, woher nimmt man diese Kraft, das zu tun und die Power? Und viele fragen sich, wie das funktioniert. Erstmal muss ich sagen, es ist natürlich sehr, sehr individuell. Aber was ich hier so erlebe ist, wenn jemand sagt, er hat 2 Jobs, das bedeutet nicht, dass er 80 Stunden die Woche arbeitet oder dass er jeden Tag irgendwie 8 Stunden dort arbeitet, dann irgendwie kurz rüberfährt und dann 8 Stunden woanders arbeitet. Die Menschen hier verlassen sich meistens nicht auf ein Standbein, weil es natürlich hier die Arbeitssicherheit nicht so gibt wie in Deutschland. Hier sind meistens die Kündigungsfristen 14 Tage. Ist egal, wie lange man in einem Unternehmen arbeitet. Es sei denn, es gibt bestimmte Klauseln, die was anderes sagen im Vertrag, aber total gang und gäbe ist, dass eine Kündigung ausgesprochen wird und dass man dann praktisch in 14 Tagen keinen Job mehr hat. Und die meisten Menschen stellen sich da eigentlich sehr schlau auf. Also hier ist effizientes Arbeiten, das sehe ich hier sehr, sehr viel, dass viele Menschen 2 Jobs haben oder noch irgendwo was Drittes machen irgendwie, aber sie wirklich sehr, sehr schlau ihre Arbeitszeit aufteilen. Also die Menschen fragen sich hier, okay, wie viel Zeit brauche ich für das, dies und jenes? Und natürlich sind die Jobs auch unterschiedlich und nicht bei jedem Job geht das. Eine Krankenschwester muss natürlich im Krankenhaus ihre Arbeit abliefern. Da kann sie nicht sagen, oh, jetzt mache ich mal 2 Stunden Krankenhaus und den Rest mache ich von zu Hause. Das funktioniert bei vielen Jobs ja überhaupt nicht. Aber die Menschen fragen sich hier schon, okay, wie viel Aufwand muss ich betreiben, um das Ergebnis zu bekommen? Oder wie viel muss ich da reingeben oder wie viel muss ich da präsent sein, um da mein Ergebnis zu erzielen? Und was ich auch erlebe, dass die Arbeitgeber da auch viel, viel flexibler hier sind. Die sagen, okay, das ist mein Ergebnis und das bringst du mir bitte. Und wie du da hinkommst, ist mir eigentlich relativ egal, ob du von zu Hause aus arbeitest, von deiner Oma aus arbeitest oder aus dem Coffeeshop mir meine Ergebnisse lieferst. Das ist eigentlich mir relativ egal. Und so ist es natürlich auch möglich, mehrere Jobs gleichzeitig zu haben. Man muss die Zeit, die man hat, einfach unheimlich gut aufteilen. Es kommt natürlich auch wirklich immer darauf an, was man beruflich macht, aber ich sehe hier ganz oft, dass die Zeit unheimlich gut eingeteilt wird, dass die Menschen sich unheimlich viele Gedanken zum Zeitmanagement machen und dass es gar nicht bedeuten muss, dass derjenige unheimlich viel, viel mehr arbeitet. Ich sehe hier viele Menschen, die beziehen 2, 3 Gehälter, aber arbeiten nicht mehr als 40 Stunden in der Woche. Das nur mal dazu. Es gibt natürlich auch wirklich Menschen, die natürlich 8 Stunden da arbeiten und 6 Stunden nochmal da arbeiten. Das gibt es natürlich auch, dass gerade in Jobs, die vor Ort stattfinden, natürlich man überhaupt nicht flexibel sein kann. Das gibt es hier auf jeden Fall, dass Menschen unheimlich viele Stunden arbeiten, sozusagen für ihr Geld. Aber es gibt auch so die ganz andere Form, dass man mehrere Jobs bedient mit gar nicht so viel mehr Zeitaufwand. Es gibt sogar auch Menschen, die ich hier kenne, die für andere Firmen in anderen Staaten arbeiten, also deren Arbeitsplatz ist tausende von Kilometern entfernt und die arbeiten wirklich nur remote. Also es gibt hier so viele verschiedene Arten von Arbeit, da muss man wirklich erstmal so im Kopf drauf klarkommen. Also hier ist die Arbeitswelt sehr, sehr flexibel, also sie kann hier sehr flexibel sein. Und da möchte ich auch die USA jetzt nicht so in Schutz nehmen. Es ist ja ein unheimlich hartes Pflaster und hier reicht meistens ein Gehalt überhaupt nicht aus. Und deswegen schaut jeder, wie kann man sich hier gut absichern, falls was wegbricht, dass man dann nicht irgendwie gar nichts mehr hat, sondern falls was wegbricht, noch irgendwie 1, 2 andere Standbeine da sind und man sich dann praktisch ganz entspannt was Neues suchen kann. Das ist hier so richtig gang und gäbe. Und ich muss auch sagen, da sind die Amerikaner unheimlich flexibel. Das müssen sie auch sein. Aber ich finde das immer so ganz spannend zu sehen, weil ich das ja so ganz anders aus Deutschland kenne, dass praktisch man sagt, man hat einen Job und das reicht ja eigentlich auch. Es ist ja eigentlich auch so, dass das normalerweise reicht, aber viele schreiben mir halt auch, nee, reicht irgendwie gar nicht. Selbst 2 Gehälter reichen ja mittlerweile gar nicht mehr aus. Und da kann man natürlich sich auch dann Dinge einfach schlau überlegen, wie man vielleicht noch andere Dinge machen kann mit einem geringeren Zeitaufwand. Und es finde ich hier immer faszinierend zu sehen, wie flexibel hier die Menschen sind und wie offen die so im Kopf sind, weil
Weil wenn ich so höre, 2, 3 Jobs, da schwirrt mir schon der Kopf und ich sage so, oh mein Gott, nee, ich will ja nicht nur irgendwie rund um die Uhr arbeiten. Aber ich habe hier gelernt, das muss gar nicht so sein, wenn man halt sich eine flexible Arbeitswelt schafft. Das ist natürlich nicht für jeden möglich, aber es ist hier für sehr, sehr viele Menschen möglich. Und man muss einfach lernen, das Unmögliche zu denken. Und das finde ich irgendwie spannend und irgendwie total crazy. Und passt manchmal nicht so ganz in meinen Kopf. Aber ich finde, wenn es im Endeffekt passt und wenn man davon profitiert, warum nicht? Aber das nochmal zu diesem Thema, dass viele hier 2, 3 Jobs haben. Und das hängt hier nicht immer damit zusammen, dass die Menschen wirklich rund um die Uhr arbeiten. Das stimmt überhaupt nicht. Ich finde, sie arbeiten richtig flexibel. Ich finde, sie arbeiten auch richtig smart. Und sie sind einfach im Kopf gar nicht so begrenzt und denken irgendwie das Unmögliche und dabei kommen dann ganz gute Sachen dabei raus. Das finde ich super spannend hier in den USA. Ihr Lieben, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich werde jetzt noch ein paar Pflänzchen in die Erde setzen. Wir sehen uns auf jeden Fall in meinem neuen nächsten Video. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu betätigen und meine 6 veganen E-Books findest du unten in der Videobeschreibung. Ich verabschiede mich und sage Tschüss und muah, liebste Grüße nach Deutschland und natürlich auch immer in den Rest der Welt.